Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Most Wanted. So, wir schauen uns mal nach einem neuen Wagen um. Gucken wir, was wir da noch großartig holen können. Ob wir da jetzt irgendwas haben, wo wir jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen mehr reißen. Aber ich habe das Gefühl, im Moment ist es, glaube ich, also ich weiß nicht, ob ein neuer Wagen jetzt so viel bringt. Das ist jetzt sind es halt, jetzt haben wir halt die Hürde erreicht oder den Punkt erreicht, wo die Rennen halt einfach jetzt ziemlich schwer werden. Schrägstrich sind. Aber mal gucken, vielleicht bringt ja ein neuer Wagen wirklich was. Obwohl er bei dem leistungsmäßig ja nicht mehr so viel zu machen war, habe ich gesehen. Also, wenn wir mal unsere Dings anschauen. Okay. Dann schauen wir doch mal. Wir nehmen es einfach den. Okay, wir könnten Carrera nehmen. Oder halt den McLaren. Da wäre der sogar noch ein bisschen besser. Ja gut, dann würde ich sagen, wir schnappen uns den. Nehmen uns den besten Wagen, tunen den auf und gucken, wie wir dann damit zurechtkommen. So, bitte mal fahren. Mal gucken, was wir da jetzt noch an Tuning reinpacken können. Klingt aber schön. Klingt sehr schön, der Wagen. Und liegt auch angenehm auf der Straße, muss ich zugeben. So, da bin ich mal gespannt, was wir da jetzt noch rausholen können an Tuning. So, erstmal Leistung bitte. Motor. Ist schon ultimativ drin. Oder nee, ist noch nicht drin, sehe ich gerade. Okay, die sind doch teurer, als ich dachte. Okay. Getriebe. Ich meine, macht ja auch ordentlich was aus. Aber das Geld geht auch langsam flöten. So. Na gut, ich meine, wir haben ja noch Geld da, von daher. So, Bremsen noch rein. Und Turbo. Und dann haben wir den jetzt, ja. Ich glaube, viel besser kann es nicht mehr werden. Alles klar. Nehme ich dann mal so an. So, dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen von dem restlichen Geld uns was Schönes leisten. Hm. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Na, ich glaube, da ein Spoiler reicht, oder? Nee, das sieht alles ziemlich beschissen aus. Keine Ahnung, nehmen wir irgendwas mal raus. Motorhaube, können wir da noch irgendwie nette... Jawohl. Das Spoiler noch. Ein Doppel-Jetstream. Alles klar. Und dann Lack können wir eigentlich so lassen. Haben wir noch irgendwelche netten Vinyls? Ein paar Flammen vielleicht noch. Sieht mal, wie niedrig aufgelöst die sind. Ach komm, nee, ich lasse es mit den Flammen mal weg. Nehmen wir so. So. Ja, schon braucht er halt ein bisschen, um hier loszukommen, aber... Mal gucken, wie er sich schlägt. Ne, das wollte ich eigentlich noch nicht machen. So, nächste Mautstelle.
go. So, nehmen wir mal die engere Kurve hier. Ich habe das Gefühl, der liegt echt besser auf der Straße. Okay, in den Kurven verliert er, glaube ich, auch nicht so viel. Das ist ja fies. Ich habe mir am Anfang eine Mautstelle hingesetzt. Hier sind es 5 Stück insgesamt, okay? Allerdings geht es hier wieder viel zu viel Motion Blur ab, sehe ich gerade. Ja gut, wie gesagt, ich denke, das sollte jetzt, wir haben jetzt den besten Wagen, der zu, also zumindest den, ja doch, den besten Wagen, den man kaufen kann, voll aufgetunt. Da sollten wir jetzt eigentlich, denke ich mal, einigermaßen gut durchkommen. Hoffe ich doch mal. So, vielleicht ein bisschen gegen diese Mauern hier und Wände dotzen. Doch, wir kommen hier ganz gut durch. So, nächste Mautstelle. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung. So, und jetzt haben wir wieder 2 Minuten noch zur nächsten Mautstelle. Oh, durchs Stadion durch. Okay. Kann man ja auch mal machen. Okay, da haben wir noch eine Kurve. Ja, der ist, glaube ich, echt für die Kurven deutlich besser. So, dann heizen wir da nochmal runter. Ja, Polizei. Unschön. Na, ihr seid halt mir in den Weg gefahren. Da kann ich halt auch nichts für. Das passiert mit jedem, auch mit normalen Verkehrsteilnehmern. Okay. Was war das denn jetzt? Ja, das stimmt. Das war so nicht geplant. So, keine Sorge, hier sind direkt wieder andere Autos. Die sich hier wieder anschließen und mich verfolgen wollen. So, hat jetzt dieser eine Fehler mich das Rennen gekostet? Wäre mal interessant zu wissen. So, damit werden wir euch auch mal los. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Hab ihn möglicherweise verloren. Leider haben wir direkt hier wieder neue. Okay. Alles klar, ich hab ihn. Fahrzeug ist lokalisiert. Naja, gut. Wie gesagt, die Polizei sollte es nicht so großartig stören, außer dass halt da im Weg ist, wo ich gerade hinfahren will. Aber ansonsten sollte das einigermaßen passen. Ich habe doch gerade gesagt, ihr sollt nicht stören. Ah, hier mal wieder. Ich melde mich, falls ich ihn verliere. Alarmiert die Hafenbehörde, er ist im Hafengebiet. Ja, richtig schön hier. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was gebracht hier. Die Abkürzung. Und damit hätten wir das dann. Sehr schön. Gut. Ja. Ich glaube, das war gut, den Wagen geholt zu haben. Wenn ich ihn überholen kann, blockiere ich ihn. Melde mich dann.
Dann versuchen wir euch mal noch irgendwie loszuwerden. Ja, ja, macht ihr mal. Da einmal durch. Da wäre schon wieder einer. Zack, so, hier mal rein bitte. Danke. Bam. Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in südlicher Richtung in der Nähe von. So lobe ich mir das. Alles klar. 3 von 5 Rennen haben wir. Dann probieren wir mal noch die Radarfallen und vielleicht noch ein Sprintrennen. Dann haben wir es ja schon wieder. Wir können auch 2 Radarfallen machen. Oh ne, waren das 5? Nee, ich glaube, wir haben 8 Rennen. Von daher, mal schauen. So, wie sind denn diese Radarfallen hier gesetzt? Mhm, klar. Ein Twingo hält mit einem Porsche mit. Das halte ich selbst mit Tuning für nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube, die Radarfallen sind hier wieder ziemlich unangenehm gesetzt. Also gerade an Stellen, wo du vorher schwer runterbremsen musst. Hier zum Beispiel. Bam. Na, das war auf jeden Fall schon mal was. Bisschen was an Vorsprung rausfahren können. So, nächste Straßensperre ist... Na, kacke. Da, wo ich jetzt gerade wieder in so eine Kurve reinfahren muss. Das hat echt zu viel gekostet, sehe ich gerade. Mist. Gut, das war auch schlecht gefahren, aber... Mist. Das war auch Mist. Ach, hätte ich hier vor diese blöden Unfälle nicht gebaut... Okay, ja, ich habe jetzt wieder das Problem, hier ist wieder zu viel, was mich auf dieser Strecke stört und ablenkt. Und deswegen fahre ich halt auch nicht mehr so gut. Es wäre, glaube ich, auch echt nicht verkehrt, mal zu... Na gut, ob sich das noch großartig lohnt, aber halt, es gibt, glaube ich, irgendwo einen Patch, der dieses Motion Blur abstellt. Und das, muss ich sagen, schränkt meine Sicht doch viel zu sehr ein hier. Auto, du bist im Weg. Das war so nicht geplant. Gut, vielleicht kann ich es beim zweiten ein bisschen mehr aufholen. Ah, scheiße. Das ist doch echt... Mach die bitte auf einer geraden Strecke, wo ich Gas geben kann, nicht in irgendeine Kurve. Kurvegeschwindigkeit aufbauen ist nicht gut. So, naja, zumindest haben wir uns jetzt mal den ersten Platz geholt. Ja, wie gesagt, die gehen halt noch. Da können wir halt eventuell noch irgendwelche Fehler ausbügeln im Laufe der Zeit. Das ist schon mal ganz gut. Haben die jetzt, glaube ich, meine Taktik verwenden wollen. Einfach Fahrzeuge mir in den Weg hauen. Nicht schön. So, was haben wir denn? Da hat man noch was. Okay, gut, da kann ich echt mal Gas geben. Dankeschön. Das war viel zu knapp.
290, dieser Baum. Ich mag ihn einfach nicht. Ich mag ihn einfach nicht. So, die fahren aber irgendwie alle unten rum. Ist das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht so ganz. Gut. Okay, dann hat es ja doch noch funktioniert. Pass genau auf, Penner. Du weißt, wer hier spricht. Also halt die Klappe und hör zu. Entweder du oder ein Kumpel von dir hilft den Cops. Wer ist mir egal. Aber mal sehen, wie es dir gefällt, wenn die Karten neu gemischt werden. Das ist natürlich komisch. Okay, 8. Wir haben mittlerweile 4, glaube ich, also die Hälfte. Dann nehmen wir uns das mal noch vor. So, oh, das geht ja schon mal direkt los, sehe ich. Jawohl. Ich denke, da haben wir schon mal gut was holen können. Ah, die sind aber auch wieder hier undankbar gesetzt. Aber jetzt heißt es erstmal Gas geben. Auto, das war knapp. Aber wie gesagt, es hat gerade noch so funktioniert. La la la, Runden fahren. Okay, ja, das ist auch eine... Okay, die sind tatsächlich gar nicht so schlimm hier im Moment. Schlimmer ist halt echt dieses Motion Blur. Was echt... Ich weiß nicht, irgendwie heute... Oder ist es die letzte Zeit schon nicht weit? Also im Moment stört es mich halt echt, weil es mir ziemlich viel Sicht nimmt. Sehe alles so relativ grau in, was weiß ich was, grau in grün. Und von daher gar nicht mal so gut zu erkennen. Wenn das noch alles verschwommen ist, dann wird es halt übel. So, ja, ich glaube, das sollte aber auch ganz gut laufen jetzt. Wieder so eine gemeine Stelle. Das können wir da wieder ordentlich mitnehmen. Also Geschwindigkeit meine ich. Und wir haben es dann auch gleich schon geschafft, wie es aussieht. Jawohl. Okay, das war jetzt schön. Locker. So wünsche ich mir das. Ich denke, das Auto macht dann doch noch ein bisschen was aus hier. Gut, was können wir denn noch machen? Wir haben Mautstellen, wir haben jetzt 5 von 8. Ein Sprintrennen haben wir noch. Wie fährst du dich denn im Sprint? Ein BMW M5 sogar dabei. Aber der ist wahrscheinlich nicht so gut wie meiner. Damals. Wer weiß, was Razer damit gemacht hat. Ich mag diese Kurve einfach nicht. Ist relativ schlecht zu nehmen. Hat es dich gerade zerlegt? Schön. So, genau so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Möglichst viele Leute noch weghauen. 23% haben wir. Jetzt nicht so ewig viel Vorsprung, aber vielleicht kommen ja noch irgendwelche Kurven oder Ereignisse, die uns dann wieder einen Vorteil verschaffen könnten.
rum. Wie gesagt, ich weiß echt nicht, ob das was gegen die anderen Rennfahrer bringt. Aber versuchen kann man es ja mal. So großartig aufhalten tut das ja nicht. So, wie sieht es denn aus? Da hinten haben wir jetzt kurvig, viel zu kurvig. Das war nicht gut. Ich meine, euch hat es ja auch ein bisschen aufgehalten. Von daher... nutzen wir das nochmal. 75%. Danke, dass du mich hier rausgehauen hast, aber dich hat es zumindest auch aufgehalten. Das heißt, so schlecht war es ja dann doch nicht. Ach cool, guck mal, Cops. Warum holst du denn gerade jetzt? Mein liebes Spiel. Hi. Scheinbar interessieren sie sich nicht für uns. Gut, wenn ihr meint. Das ist natürlich auch schön. Die haben da eben Probleme. Das ist auch sehr schön. Achtung, Küstenbezirk. Haben mehrere Meldungen über einen gesuchten Radar reinbekommen. Zuletzt wurde der Verdächtige gesehen in südlicher Richtung, in der Nähe von... Natürlich. Natürlich, genau vom Ziel. Aber gut, ja, ich glaube, es geht echt deutlich besser gerade mit dem neuen Wagen. Geh mal weg. Ich verziehe mich dann mal. Wichtige Meldung. Wir sind jetzt auf Alarmstufe 5. Alarmstufe 5. Was? Wieso? Der ist doch neu, der Wagen. Wir wurden gerade bei hoher Geschwindigkeit vom Verdächtigen gerammt. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir machen hier einen Folgenstopp. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann machen wir halt hier die Verfolgungsjagd fertig. Bis dahin, macht's gut. Und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.